Ich würde sogar sagen, wir, wenn wir gerade so viel Spaß haben, werden wir direkt mal... Wen wollen wir machen? Mann oder der Beast mit Tante Blue Baby? Eins von beiden fehlt uns nämlich noch. Ich fange einfach mal an. Hast du schon alle Gegner bekämpft, die es gibt? Nein. Mir fehlt dieser eine... Ich meine, ihr wisst, wer mir fehlt. Ihr wisst genau, welcher eine Gegner mir fehlt. Der eine seltene. Zumindest wäre es mir neu, wenn ich den mal gesehen hätte. Henry braucht man nicht. Ich meine auch dann... Ich würde mir gerne vorstellen, dass ich alle bekämpft habe, aber ich habe doch keine Ahnung. Ich glaube, ich will lieber Mother machen, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, ich habe in letzter Zeit so oft immer The Beast gemacht. Ich habe gerade gar keine Lust, die ganzen Reiter vor The Beast zu machen. Wir gehen Richtung Mother. Richtung Mutter. Schlüssel, sehr wichtig. Nee, wisst ihr was? Nee. Ich habe gerade drüber nachgedacht, was ich gerade mitgenommen habe und ich habe mich spontan dazu entschlossen, dass ich den Run lieber beenden würde. Ich dachte mir gerade, was könnte ich noch später für Items bekommen? Ich dachte mir, es wird alles nur so viel nerviger werden. Das Item war ein Fehler. Das wollen wir nicht. Nicht zu Beginn des Runs. Ich werde nicht den ganzen Run mit der Scheiße spielen. Oh mein fucking Gott. Warum sterben die denn nicht? Au. Okay. Das lief ja... ja, naja. Das sind aber auch Items aktuell. Mann. Da fehlen einem ein bisschen die Worte, so gut ist das. Aber gute Neuigkeit, ich werde eh gleich einfach sterben. Ach nee. Ja, deswegen spiele ich nicht gerne mit Tante Blue Baby. Irgendwie ist es einfach nur wirklich schlecht. Ich meine, die Gifthaufen sind gut. Mit zwei Emotes freigeschaltet mit Channel Points kann beide nicht nutzen. Twitch auch schon geöffnet und geschlossen. Fix? Fragezeichen. Keine Ahnung, ich bin nicht der Twitch Tech Support. Würde ich sagen, hast du Pech gehabt. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Bin heute aufgestanden und dachte mir, nee. Ich glaube, heute ist nicht mein Twitch Tech Support Tag. Machen wir morgen wieder. Es nervt mich richtig, dass ich schon wieder nur noch ein Herz habe. Oh, ist ja was? Vielleicht kriegen wir doch noch ein paar Herzen. Oh. Es nervt mich überhaupt nicht, habe ich gerade beschlossen. Es nervt mich überhaupt nicht mehr. Außerdem, Zombie hat Greenfire Sub gegiftet. Vielen Dank. Er revanchiert sich für das anonyme Geschenke-Abo. Das irgendwann mal reinkam. Einfach auf YouTube-Member sein, da gibt es eh nur 4 Emotes. Ah ja, was habe ich überhaupt für Emotes auf YouTube? Ich glaube, ich habe da nie reingeschaut. Ich weiß gar nicht, ob ich mehr machen könnte inzwischen. Sollte ich irgendwann mal nachschauen. ich brauche einen Schlüssel. Hat jemand einen Schlüssel für mich? Fully, hast du einen Schlüssel?
Tinted Rock. Den würde ich natürlich sehr gerne wegsprengen, aber dafür habe ich gerade nicht so ganz die Ressourcen übrig. Oh, 14 Cent. Dafür kann ich doch einen Schlüssel im Shop kaufen, oder? Komm, der Shepherd, der gönnt doch. Der gönnt doch. Nicht zu 100%, was ich wollte. Aber positiv überrascht bin ich trotzdem. Nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Heißen Dank für den Schlüssel. Man kann ja nie wissen. Vielleicht wird es diesmal was bringen. Reds, du... Nee, komm, nehmen wir, weil es bei mir sowieso Geld ausgeben, Stat-Ups gibt. Schon allein deswegen nehmen wir es mit. Okay. Und dann würde ich sagen, wir sind bereit für die nächste Ebene. Untamed Blue Baby, Gold aufwerfen, wenn man genug Luck hat? Nee, also ich habe bisher noch keinen gesehen. Manchmal kommt so ein Sacred Heart Haufen, das ist der seltene. Ich sehe gerade, die vier Emotes, die ich auf YouTube hochgeladen habe, das sind aber okay Emotes. Sind in Ordnung. Oh, ich habe keinen Schlüssel. Hallo, hat jemand einen Schlüssel für mich? Hallo? Nein? Ich denke, ich würde am liebsten direkt mal... Ich werde mich mal ein bisschen beeilen. Damit ich meinen Bonus-Damage noch ein bisschen ausnutzen kann. Denn wenn wir den schon haben, dann sollten wir damit ja auch was machen. Oder nicht? Und vielleicht finden wir ja irgendwo noch Rock Bottom. Ich meine, ich wüsste nicht wo gemessen an, dass wir nicht nach Secret Rooms suchen, aber... Dennoch. Au. Was war das denn jetzt? War okay, war okay, war okay. Devil Deal... Schauen wir rein. Will ich nicht? Will ich! Und ich glaube, damit sollte ich nicht meine Angel Deal Chance ruiniert haben. Weil ich kein Herz dafür wirklich gezahlt habe. Das heißt, das war einfach nur ein guter Deal gerade. Buchstäblich. Ja, so ein gutes Death's Touch, den bekommt man nicht mehr oft heutzutage. Genauso wie Schlüssel in diesem Run, die bekommt man auch nicht so oft heutzutage. Wo zum Fick ist der Secret Room? Wahrscheinlich da unten? Ja. Yeah. Können auf jeden Fall in die Library uns reinsprengen. How to jump, Necronomicon. Wir nehmen Necronomicon. Ist kein Zombie-Run hier. Wir nehmen nicht fucking How to jump. Ich weiß, wie man springt. Außerdem von Stefan, 53 Monate, Resub. Und von Svemi. Ich glaube, frische Mitgliedschaft. Ich glaube, da wird er auch nicht angezeigt, wenn es mehrere Monate sind auf YouTube. YouTube ist ein bisschen komisch bei sowas. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du auf dem Rückweg Goldie. Wir gehen einfach mal weiter und schauen. Und schauen, wonach wir uns soweit fühlen. How to jump is okay. Na, OP jetzt nicht. Ist bestimmt nett, aber...
Ich werde euch gleich zeigen, was ich auch ganz nett finde. Nämlich mit dem Necronomicon in den XL-Raum zu gehen und ihn einfach zu clearen. Pass mal auf. Dankeschön. Das finde ich persönlich jetzt auch nicht so schlecht. Nee. Capricorn. Ein All-Stats-Up, das eigentlich nur 3 Stats erhöht. Von 6 oder so. Zu meiner Zeit, da haben die All-Stats, All-Stats-Ups nur ein paar Stats erhöht. Ich glaube, Salami war das einzige richtige All-Stats-Up, oder? Suplex ist cool, hä? Wenn man zu The Beast geht, ja, weil man dann die, weil man der Couch dann Suplex geben kann. Ansonsten, ich habe Resident Evil 4 gespielt. Ich hatte genug Suplex in meinem Leben. Volt müssen wir mitnehmen. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Entschuldigung, ich rede nur mit dem Chat, Tainted Blue Baby. Au. Oh mein fucking Gott, was war das? Was macht Magnet? Macht einfach Devil Deals besser. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Salami, macht er wirklich alles ab? Die gute alte Salami. Dafür sollten wir ein Secret Room mitnehmen. Au. Kann ich bitte aufhören, dummen Schaden zu nehmen? Wäre das möglich? Naja, es war aber jetzt dann doch auch nicht so stark, wie ich dachte. Das war ziemlich stark dafür. Zwei schwarze Herzen? Ist ja geschenkt an dem Punkt. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur, fühlen wir uns mehr nach Guppies Hairball oder Seven Seals? Beides erst sage ich, ich mag Seven Seals. Aber wisst ihr was? Wir riskieren's. Wir werden heute Guppy. Wir ziehen's durch. So, dann nehmen wir nochmal eben den Cursed Room mit. Du wirst eh nicht, Guppy. Ja, mit der Einstellung auf jeden Fall nicht. Mit der Einstellung sogar auf gar keinen Fall. Bisschen Bargeld. Ich glaube, wir hatten noch einen Soul Heart im Shop. Wir hatten im vorherigen Run schon 2 Guppy-Items. Und dementsprechend, diesmal glaube ich dran. Denn der Glaube kann Berge versetzen, Freunde. Au. So dringend will ich Seven Seals dann doch nicht haben, dass ich es jetzt wirklich mitnehmen würde. So, ich bin ganz froh, dass ich schon mal den weiteren Weg freigesprengt habe. Das erleichtert mein Leben ungemein. Secret Room wird wahrscheinlich hier links sein. Ah, ich habe keine Bombe zur Hand gerade. Der könnte auch neben dem Shop sein, theoretisch. Er wird wahrscheinlich eher neben dem Shop sein, bei genauer Überlegung. Nö! Seht ihr, wir sind schon so gut wie Guppy. Ha, die Haufen hätten bisher auch... Die hätten mehr bringen können.
Gehen wir erstmal in die Spielgewelt. Irgendwelche Tipps, wie man es schafft, die Challenge bei den ganzen Trinkets freizuschalten? Was braucht man dafür? Werden Streams ab jetzt nur noch vormittags sein? Keine Ahnung, nein. Warum ist das immer... Warum ist für viele Leute immer... Kann es immer nur ja oder nein sein? Dass ich am Vormittag streamen bedeutet nicht, dass ich ab jetzt für immer nur noch vormittags streamen werde. Feuer halten und Purz anzünden. Würde ich nicht empfehlen, nachzumachen. Ich glaube, mit dem Gifthaufen sollte ich ganz gut gegen den Boss zurechtkommen. Was ist aus den Streamplänen geworden? Keine Ahnung, nicht viel scheinbar. Hauptsächlich war der Plan, dass ich dieses Jahr weniger streamen wollte. Wie ihr euch vielleicht noch erinnert. Aber muss ich da fünfmal ein Trinket verschlucken? Für die Challenge oder was? Ne, ich habe keine Ahnung, wie man die Trinket-Challenge freischaltet. Wieso weniger Stream ist es nicht dein Beruf? Stream ist halt nur so ein Teilding, was ich mache. Keine Ahnung. Also ist jetzt... Ich bin jetzt kein Vollzeitstreamer oder sowas. Stream halt in der Regel zweimal pro Woche. Das ist eigentlich, wie ich das seit Jahren immer gemacht habe. Und ja. Aktuell, keine Ahnung. Will ich schauen, was für mich für die Uhrzeit am besten funktioniert. Anfang des Jahres wollte ich versuchen, einfach dann unter der Woche abends zu streamen, aber Abendstream ist auch irgendwie... Mache ich auch nicht so sehr. Ich glaube, ich mochte am Wochenende vormittags mehr. Das heißt, ich will da wieder in die Richtung, ja, wie es halt die Jahre davor auch immer war. Ich glaube, das war schon ganz gut so. Deswegen will ich da schauen, dass ich wieder dahin zurückgehe. Und ja. Das ist soweit der Plan. Acht Stunden streamst du hier, du verhungerst. Ja. Ich bin ganz froh, dass Streams nicht mal das Hauptding sind, was ich mache. Weil ich glaube, so Vollzeit streamen... Ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich glaube, es würde mich sehr nerven, vor allem wenn man dann wirklich jeden Tag 8 Stunden streamen würde oder sowas. Oh, nee. Das muss dann ja doch nicht sein. So, warte, habe ich alles? Ich habe das Keypiece. Wir wollen noch einen Soulard aus dem Shop mitnehmen. Dankeschön. Ich habe eine Bombe für ein Secret Room. Ich denke, das Secret Room ist neben dem Shop. Fuck! Ist er nicht? Dann könnte er noch da unten sein. Imagine 5x8 Stunden arbeiten. Nein, du kannst trotzdem auch eine Arbeit haben, die... Ja, bei der du...
Weil du nicht sagst, nee, muss ich jetzt nicht irgendwie ganze Woche über machen. Ich denke, es ist okay, manche Tätigkeiten auch als Teilzeitding eher zu machen. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Ich denke, für viele Dinge ist es auch besser. Als wenn man sich einbildet, dass man das wirklich als Vollzeit-Ding machen muss. Ne, wir haben alles. Wir gehen weiter. Ich meine, er könnte Batterien droppen, aber es wird er nicht. Deswegen ignorieren wir ihn einfach mal. Oh, die gute alte Mine. Wir waren lange nicht mehr in den Minen, kann das sein? Gefühlt kommt es mir so vor, als wäre ich zuletzt vor Jahren hier gewesen. Ah, das Ziel von dem Run ist Marder machen. Das ist üblicherweise immer der einzige Grund, warum man in die Minen geht. Nee, das will ich nicht. Ich mag eigentlich meine besseren Devil Deals, die waren ganz cool. Explodiert das nochmal? Nee. Fuck. Cube Baby wollen wir nicht wirklich haben, oder? Reroll und Mart kann ich auch sehr schwer nur bekommen, weil meine Bombensituation ein bisschen Müll ist. Nee, ich glaube, wir schauen, ob wir rerollen können. Der ist mega mit. Ja, ich habe ihn auch verwechselt mit dem Ice-Item aus dem Planetarium. Wie willst du Endboss nach Schwierigkeit ranken? Ja, ich meine, so wie sie generell im Spiel auch sinnvoll in Schwierigkeit. Also sowas wie Mother the Beast auf jeden Fall ganz oben, Delirium. Nichts zu Ungewöhnliches, würde ich behaupten. Schlüssel will ich auch noch mitnehmen. So, haben wir hier irgendwo noch ein paar Haufen für mich. Ach ja, ich habe Broken Mold. Ich wollte gerade sagen, warum macht die Fliege nichts? Oh, oh. Und keine Sorge, Freunde, wir werden noch Guppy werden. Ihr müsst dem Ganzen nur Zeit geben und Vertrauen haben. Shit. Yeah, die Rippe ist in Ordnung. Die Rippe ist in Ordnung. Ist ein gutes defensives Item. Das wollen wir für den Kampf gegen Mother auch haben. Ich denke, die Rippe ist schwer in Ordnung. Gutes defensives Tier 2 Item. Range up. Ich hasse den Weg mit Mother so hart, sind die schlimmsten Unlocks. Ich finde ehrlich gesagt heutzutage The Beast nerviger, weil ich hasse es, gegen die Reiter zu kämpfen. Die Reiter gehen mir so auf die Nerven. Ach komm, die Kiste nehmen wir mit, die nehmen wir mit. War sogar wert, würde ich sagen. Weil ich habe 9,6 Damage. Ach du Scheiße. Die Sensen haben sich ja richtig ausgezahlt. Sehr schön. Was ist alles schlimmer als Hasch? Ich finde heutzutage Hasch nicht mehr so schlimm. Früher hatte ich große Probleme mit Hasch, aber ich würde sagen, inzwischen kann ich Hasch-Zeug okay dodgen und... Nee, ich würde sagen, ich finde Hasch nicht mehr so schlimm. Ich komme mit ihm ganz gut zurecht. Warum leicht die TTT-Parts nicht mehr hoch? Bei der letzten Folge, die kam, da gab's, wir hatten andere Proximity-Mod und sowas, da gab's Audio-Probleme. Und ich hatte relativ starke Störgeräusche und... Nee, sah ich jetzt nicht den größten Sinn hinter das hochzuladen mit denen. Also war wirklich unangenehm. Wenn ihr die Folgen bei anderen anschaut, werdet ihr auch merken, dass ich mich zwischenzeitlich entmutet habe und gesagt habe, hallo, ich hab große Störgeräusche. Ist nicht so gut. Weg mit euch. Das hast du bereits erzählt. Ich habe das vorhin im Stream auch schon erzählt, aber es gehört dazu, dass man
Leute sind nicht die ganze Zeit über da. Es gehört dazu, dass man Dinge ein, zwei Mal anspricht, wenn die Fragen aufkommen. Kannst natürlich auch ein Arschloch sein und sagen, ich habe das gerade eben schon erklärt. Weiß nur nicht, ob das allzu förderlich ist. Ich meine, manchmal mache ich das, wenn wirklich wenige Zeit zwischen Erklärungen lag. An dem Fall, als ich das angemerkt habe, der ist bestimmt eine Stunde her. Und noch ein gutes altes Damage-Up. Sehr schön. So, Secret Room haben wir. Hier haben wir... Ich habe diesen Creeper-Sack. Ja, was auch immer. Bomben kann ich nicht ausgeben. Hier war ebenfalls nur Müll. Ja, ich würde sagen, wir sprengen uns noch einen Zehner raus, dann sind wir weg. Johnny hat jetzt die Folge Minecraft hochgeladen, wo er mich vom Fahrstuhl geschubst hat. Wann war denn das? Ich vermute, es war nicht bei dem Nether, oder? Ich weiß, dass wir uns da am Ende alle ein bisschen vom Fahrstuhl runtergeschubst haben. Rikis Insel war zum Zeitpunkt noch leer. War das dann noch an Tag 2 oder so? Au. Speed up. Okay, ich glaube, ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine HP, aber wir gehen weiter. Erhobenen Hauptes gehen wir weiter. Delirium ist gefühlt komplett, ohne komplett OP zu sein. Hush geht auch mit guten Ausweichskills. Mit nicht so OP-Builds. Ja, Hush ist, nicht Hush, sondern Delirium ist, schon DPS-Check. Hush kann man sich noch durchmogeln, wenn man nicht so viel, DPS hat, aber Delirium wird schon eng. Seine Tierfarm stand aber ja irgendwann in den ersten Tagen. Es klingt so, als ob das lange her wäre. Ich habe gestern ein bisschen reingeschaut. Ricky hat eine Folge hochgeladen. Das war, da war ich nicht mit dabei. Da haben sie eine Ancient City gefunden unter der Oase der Freunde. Tower. Okay. Ist Tower Question Mark? Habe ich die neu freigeschaltet? Ich glaube, die habe ich noch nie gesehen. Genau, da habe ich jetzt reingeschaut und es war ganz lustig. Sie waren schon da, wo ein bisschen von diesem Skalk-Zeug ist. Und Ricky wollte ein bisschen Eisen schmelzen. Sie waren halt wirklich weit unterwegs. Also es waren Maeve und Ricky. Und dann hat Ricky irgendwie, er hat dann Öfen aufgestellt da unten. 8 Stück. Er hatte 30 Kohle dabei und hat 8 Öfen aufgestellt. Ich habe in meiner gesamten Basis keine 8 Öfen herumstehen. Und irgendwie hat er dann auch noch 6 Truhen oder so rumstehen. Also ich weiß echt nicht, was er in der Höhle da für ein Lager aufgeschlagen hat. Er hat an dem Punkt da unten echt mehr Zeug stehen als ich in meinem Lager. Mehr für dich haben Ricky gestern auch in die Basis noch was Lustiges reingestellt. Das heißt, ich freue mich schon sehr, wenn er sich wieder einloggt. Er wird begeistert sein. Er wird sehen, wird sich sagen, ach ja, schön. Schön, schön, schön. Und darüber freuen wir uns dann natürlich auch. Ich habe auch anfangs immer 2 Öfen gebaut und maximal 3 davon genutzt. Ich habe inzwischen dieses System mit den Lava-Eimern und so, wo ich 4 Öfen habe. Bei denen ich dann oben in die Kisten super viel reinpacken kann. Und ich denke ehrlich gesagt, 4 Öfen
für meine Maßstäbe, welche natürlich realistisch sind, sehr ausreichend. Sehr, sehr ausreichend. Wer hat die Schildkröte bei Ricky gebaut? Ja, das war Zombie. Was ich übrigens die Tage auf dem Server gebaut habe, war... Ich hab so weit an meiner unterirdischen Autobahn gearbeitet. Moving Box. Nee. Wir nehmen Habit aber mit. Ich habe meine unterirdischen, beziehungsweise zuerst waren es noch Schienen. Aber dann ist mir aufgefallen, ich habe ein Video geschaut, das war irgendwie über die Wege, wie man sich schnell in Minecraft fortbewegen kann. Und da habe ich erfahren, die Lore schafft 8 Blöcke pro Sekunde. Und Boot auf Blaueis sind irgendwie 70. Das heißt, was ich dann so weit gemacht habe, war die Schienen. Ich habe die Schienen gekickt und ich habe zwei nebeneinander einfach ein bisschen Blaueis hingepackt. War mit Maeve ein bisschen auch am Nordpol. Haben wir ein bisschen geholt und ich mag sehr mein ganzes Schienen, beziehungsweise mein ganzes unterirdisches Autobahnnetzwerk, welches aus Eis und Booten besteht. Das wird super cool. Wir haben auch schon ein bisschen im Nether gelegt, damit man zu den Festungen wieder rüber kann, die wir davor entdeckt haben. Das heißt, ich bin aktuell dabei, ein bisschen alles zu vernetzen und sowas. Was natürlich nicht ganz uneigennützig ist, denn ich sag's mal so, Freunde, wenn meine Autobahn zu einem Berg führt oder zu einer Festung, dann ist das ja meine, oder? Elytra ist halt eh viel schneller und hat keinen Aufwand. Ich weiß nicht. Also mit Boot über Eis fahren ist schon ziemlich cool. Vergiss das Messer nicht. Oh ja, ja, muss ich noch holen. Wir machen mal den Boss. Ach, warum mich überhaupt überrascht, es ist immer der Boss. Es ist immer der. Morgen machen wir den Enderdrachen auf dem Server. Wegen dem Elytra-Zeug. Ich muss mal schauen, ob ich das im Stream machen will, weil ich habe für 14 Uhr gestimmt, all die anderen Leute, ich glaube, es wird eher abends. Was ist das aktuelle, was ist der aktuelle Stand bei der Umfrage mit der Uhrzeit, Zombie, wenn du vielleicht kurz nachschauen willst? Was ist denn da der Gewinner? Ah, fuck. Kann ich bitte aufhören, Schaden zu nehmen? Ich werde es wahrscheinlich dann auch streamen, wenn es Abend... Oh mein fucking Gott! Oh, das sieht gar nicht gut aus für mich gerade. Warum nehme ich so viel Schaden von... Scheiße. Versteinerter Scheiße. Puh. Okay, das hilft erstmal. Ich meine, lass die Blatt, kannst du ja eigentlich nicht liegen lassen. Oder? Oder? Weil was meint ihr? Nee, warte, ich hätte es liegen lassen müssen. Ich muss 2 Herzen ausgeben. Fuck, ich muss 2 Herzen ausgeben. Das war nicht so gut. Monstrus Lunge. Oh Junge, Monstrus Lunge. Ich glaube, das wird ganz wild. Ja, das ist ein Top 10 Item. Fliegen versus Boot finde ich schon ziemlich klar, was cooler ist. Komm, das mit dem Herumfliegen und... Nee, komm, das ist gar kein Vergleich. Das ist was ganz anderes. Das mit dem Herumfliegen und Eis über... mit dem Boot über Eis fahren.
Vor allem, wenn man für das eine tatsächlich was baut. Außer von Haunted Dreams. 5 Gift-Subs. Vielen, vielen lieben Dank. Für Tante Tanjuschka, Flashpoint, Tenchi Luna, Chris Meets Wesker und Cast to Go. Vielen, vielen lieben Dank. Meisterstimmen 7 bei 20 Uhr. Okay, machen wir das morgen 20 Uhr. Ich will morgen Vormittag streamen. Vielleicht werde ich dann wirklich um 20 Uhr nochmal den Stream. Vielleicht machen wir morgen wieder so einen. So ein 2-Stream-Tag. An sich spricht ja natürlich nichts dagegen, dass wenn wir zum End gehen, auch zu streamen. Vormittags Lager bauen. Ach, das dumme Lager bauen. Ich habe gar keine Lust. Ich sollte das machen. Aber ja, ich werde morgen Vormittag auf jeden Fall Minecraft streamen und dann, wie es aussieht, auch abends. Wäre erstaunt, wenn überhaupt jemand die Bahn nutzt, statt sich zu telefonieren. Ich liebe es, dass, ich weiß nicht, ob es Autokorrektur war oder ob es ein Fehler war, aber ich mag, dass da telefonieren statt teleportieren steht. Ja, an sich ist natürlich, das Teleportieren ist natürlich viel effizienter und sowas. Ich will auch ein bisschen, ich mag, es gibt keinen Grund, die Autobahn zu nehmen. Aber sie ist natürlich schon cooler, wenn man sich darüber auch ein bisschen vernetzt. An sich mögen auch alle die Idee daran, also mal schauen. Dashke will auch so eine Eisbahn auf der Nether-Decke machen und ich habe schon ein bisschen versucht, dagegen zu pushen. Das werde ich auch weiterhin versuchen. Denn ich habe angefangen, auf dem Nether Schienen und Eisbahnen und so zu verlegen. Ich habe nicht das Gefühl, dass so eine Autobahn über die Nether-Decke in irgendeiner Hinsicht nötig ist und ja, ich denke, es ist albern. Das heißt, ich werde mal schauen, ob ich ihn noch ein bisschen dazu bringen kann, das sein zu lassen. Er meinte, dass er... Das war auch so ein Dashke-Ding. Er meinte dann, nee, ich will das machen, damit ich schneller zum End kommen kann. Ehrlich gesagt, ist doch gar nicht so weit entfernt, oder? Das kannst du auch mit normalen Netherweg schnell erreichen. Ja, aber für 1500 Blöcke teilweise. Das sind 200 Blöcke im Nether. Wie willst du die normal erreichen? Das geht ja gar nicht. Warte, warum ist da unten... Ach, da muss ich die Bombe nochmal runterbringen. Einfach einen Teleporter in End stellen. Yeah. Ironischerweise habe ich einen Teleporter dastehen, wo ich das Eis herhole. weil ich keine Lust hatte, jedes Mal mit dem Boot rüber zu schippern. Boot auf Wasser ist nämlich doch ein bisschen langsam. 8 Blöcke pro Sekunde. Ach, bitte. Ich glaube, ich suche heute selber noch die Endfestung. Die hat Dashke noch schon sicher, oder? Nö, hat Dashke nicht gemacht, weil er das als Survey-Event machen wollte. Wir wollen ja dann auch gemeinsam suchen und sowas. Ah, steht da bei einem Tinted Rocker. Ich kann nicht mitnehmen. Das heißt, an sich wollen wir das morgen alles suchen. Ja, willkommen, Maeve. Warum meint der Dashke, dass er nicht so viel braucht aus dem End irgendwie? Oh, keine Ahnung. Man hat einfach Emissionsausgleichpflicht für Leute, die fliegen und teleportieren. Das sollten wir. Vor allem, Dashke hat das mit der Decke früher bei seinem Server gemacht, aber da hatten wir den Teleporter-Mod nicht. Yeah. Aber auch da, ich weiß nicht, es ist... Es ist vielleicht ein Hot-Take an dem Punkt, aber... Ich finde es jetzt nicht so schwer... ein Schienennetz oder so eine Eisbahn durch den Nether zu bauen? Ich sehe das Problem ehrlich gesagt nicht zu 100%. Ich weiß auch nicht, was für Distanz man zurücklegen will, dass man das wirklich braucht. Ich meine, willst du 1 Million Blöcke irgendwo hin oder so? Hab gestern den Weg von mir zu Dashke unterirdisch ausgegraben. Schon, die 700 Meter waren so viel schlimmer als je gedacht zu buddeln. Ja, yeah, man denkt immer, es dauert nicht so lange, aber es dauert dann so viel länger. Mein Hot Take ist, dass man keine Glitches nutzen muss, um Wege zu Freunden zu bauen. Ja, ich denke auch. Können wir nehmen das Säckchen noch mit? Kaufen die Scheiße.
will hauptsächlich, damit ich ein paar Stat-Ups bekomme, das Zeug kaufen. Ah, ja, der Run ist jetzt wahrscheinlich RIP an dem Punkt übrigens. Das Problem wäre, dass die Gegner alles kaputt machen können. Die Gegner spawnen meistens nach auch an helleren Orten im Nether. Ja, nee, die Sache ist, das ist eine Sache, die ich auf die schmerzhafte Art lernen musste. Die Ghasts können die Nether-Ziegel nicht kaputt machen. Nether-Ziegel werden von den Ghasts, zumindest auf unserem Server, ich weiß nicht, ob es generell so ist, Netherrack und Schienen machen sie kaputt, aber Eis und diese Nether-Ziegel machen sie nicht kaputt. Beziehungsweise sie haben einen Eisblock kaputt gemacht, aber das haben Maeve und ich nicht ganz verstanden, warum das passiert ist. Und mein Blaueis hat nicht mal fast gereicht. Ja, Blaueis braucht man noch eine Menge. Oh, fuck. Au, au. Oh Gott. Warum habe ich das Item mitgenommen? Wäre witzig, wenn die Eisbahn im Nether schmelzen würde. Normales Eis schmilzt im Spiel, aber Blau- und Packeis nicht. Warum bin ich einfach auf Beast? Zu spät. Ich würde sagen, weil es inzwischen zu spät ist. Ah, nein! Was ist das schon für ein Raum direkt? Ich sehe meine Leben nicht. Ach du Scheiße. Warum führen die Räume nirgendwo hin? Herzen, Herzen, Herzen! Und ansonsten keine Items aus der Kiste. Wollt ihr mich verarschen? Aber die Herzen waren in dem Fall besser für mich. Und natürlich erstmal Monkey's Paw. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Übrigens Monstrous Lunge in dem Fall. Ich würde sagen, war es vollkommen wert. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, es war eine gute Auswahl. Eine gute Entscheidung, die mitzunehmen. Denn die Gegner werden ganz schön weggeschmettert. Ich wünschte, dass meine Feuerrate ein bisschen höher wäre, aber kann ja alles noch werden. Pheromones? Naja. Krieg ich das hin? Ja. Ja. Kriegen wir hin. Yes, HP ab. Monstrous Lunge einfach immer noch ein Top 10 Item. Ich will nicht übertreiben. Ich bin überhaupt nicht overpowered in dem Run. Ich bin fast tot. Wie mache ich das jetzt? Ja, was auch immer. Was auch immer! Die Teile sind so schnell, ich konnte nicht wirklich einschätzen, was jetzt genau... Ja, Glass kann ich mitnehmen. Das ändert ja gar nichts mit Monstrous Lunge, oder? Och nee, bitte, 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 tu das doch nicht. Tu mir das doch nicht an! Der Raum war auch okay, muss man sagen. Oh Gott. Oh, Tinted Rock da links! Tinted Rock links! Wichtig, wichtig, wichtig. Okay. So, in den Shop will ich unbedingt noch reinschauen. Ich mag es, dass die Hitbox von den Tränen so groß ist, dass sie auch aus irgendwelchen Gründen über Steine hinweggeht. Oh nein, 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 nein!
Wir wollen Blanket. 4 Soul Hearts? 4 Soul Hearts kriege ich dafür. Mir fehlen noch 2 Cent. Dankeschön. Okay. Wann ist mir das letzte Mal was umgekippt? Ich habe keine Ahnung. Ich hasse es immer, wenn es passiert. Okay, so weit, so gut, würde ich sagen. So weit, so gut. Secret Room ist wahrscheinlich da unten. Oh, ich habe ja noch eine Menge Haufen rumliegen. Also wir können den Sigi direkt noch mitnehmen. Easy. Hätte wahrscheinlich besser sein können, aber das ist okay. Monstrous Lunge hat geregelt. Jetzt auch Spectral Tears. Sind nicht nötig. Da, wo wir hingehen, werden nicht so viele Steine mehr sein im Weg. Das heißt, Spectral Tears werden im Grunde nicht mehr allzu viele... Warte, wir gehen gar nicht zu Beast, wir gehen zu Mother. Er braucht trotzdem keine Spectral Tears. Aber ich glaube, ich hätte dann doch auch nichts dagegen. Wahnsinn. Der Oberhammer. So, hier können wir noch eine Menge Bomben basteln. Dann muss ich das direkt mal eben machen. Wir kriegen noch einen Shop, also werde ich da mal nicht alles reinbuttern. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ich denke, das war schwer in Ordnung, ehrlich gesagt. Schwer in Ordnung war das. Und dann... ja, haben wir alles. Ja, gehen wir weiter. Hätte ich weggesprengt für 7,5% mit Devil die Chance? Ja, zu spät. Spider Baby. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir noch weniger. Den Raum wollen wir am allerwenigsten. Zwei Münzen. Ich muss aber sagen, bisher... ich meine, will ich sowas sagen? Fordere ich mein Glück heraus? Ich würde behaupten, der Run läuft okay. Ich würde behaupten, der Run läuft okay. Ich weiß nicht ganz, ob er jemals in der Lage sein wird, Mother zu besiegen aktuell, aber... prinzipiell hatten wir schon schlechter. Und ja, langsam hätte ich auch eigentlich ganz gern Spectral Tears, nervt doch irgendwie ein bisschen. Naja, was soll's. Naja, naja, naja. Bisschen Schwund ist ja immer. Bekommt man aus dem Schädel der Sirene ein schwarzes Herz oder eine Karte raus? Ich dachte, das wäre nur für ein Achievement. Wusste ich, dass man da was rausbekommt, wenn man den Berg sprengt. Hätte ich das machen sollen? Ach, komm schon. Kann rauskommen. Oh, das wusste ich nicht. Hey! Ja. Bringt uns das was bei Mother? Ich meine, vielleicht ein bisschen. Speed up nehme ich gerne mit. Ah, Hammer Temesis macht nicht wirklich allzu viel Unterschied. Ja, da will ich nicht hoch. Eine große Kiste oder nee. Doch. Fuck.
Das ist jetzt ungünstig. Kann ich mal in den Shop rein? Hat jemand noch... Hulli, hast du einen Schlüssel? Schlüssel, nein. Fuck. Da habe ich ja alles ein bisschen ungünstig ausgegeben, befürchte ich. Ich meine, wir können es noch in den Cursed Room reinsprengen. Warum habe ich bei der Kiste noch zwei Schlüssel reingesteckt, als ich gesehen habe, dass es eine große ist? Ich hätte nach dem ersten Schlüssel aufhören sollen. Ich meine, wir können auch die Bloodbank wegsprengen. Wo ist die Bloodbank hin? Da ist sie hin. Das habe ich ein bisschen verschissen. Da komme ich nicht ran. Ja, ich würde sagen, Zeit für den Bosskampf. Akzeptabler Schaden. Au. Stampf doch nicht so. Bleib doch mal ganz ruhig hier. Ich meine, wir müssen absolut Polaroid mitnehmen. Ich wünschte, ich könnte noch die Projektile sehen, wenn ich angreife. Aber das ist mir nicht vergönnt. Ja, war okay. War okay. War okay, würde ich sagen. Okay. Dann weiter geht's. Tinted Rock? Nö. Jetzt mal How to Jump mitgenommen. Ich glaube, How to Jump war im letzten Run. Nee, warte, war es nicht. Ich habe das Necronomicon mitgenommen. Es war schon in diesem Run. Bin übrigens ein bisschen enttäuscht, dass ich keinen Devil Deal auf der letzten Ebene bekommen habe, aber diesmal 100% Chance. Ich habe nicht mal mehr das Trinket dafür. Ich habe das 6er Trinket weggelegt. Das habe ich nie wieder mitgenommen. Das war dumm. Dann wiederum haben wir eh keinen Devil Deal bekommen, also was soll's. Es wäre dumm gewesen, wenn wir noch einen Devil Deal bekommen hätten. Komm schon, Kranautomat, Kranautomat! Kranautomat! Kranautomat, komm schon. Ich bin der Kran. Unglaublich, sowas. Da denkt man einmal, man ist der Kran und dann passiert einfach nichts. Ein einziges Mal will man der Kran sein in seinem Leben. Bin übrigens ein bisschen enttäuscht, dass ich kein brauchbares Spacebar-Item mehr bekommen habe. Das war auch nicht so nett vom Spiel. Au. Ich muss aber irgendwie noch einen Weg finden, wie ich meine Leben auffüllen kann. Ich
denke, wenn ich mit relativ vollen Herzen zum Mother gehe, sollten wir gewinnen. Wenn nicht, wird's schwierig. Was macht denn der überhaupt? Oh, okay. Ich weiß nicht, ob ich den Boss jemals bekämpft habe, ohne dass er One-Shot war. Das war eine interessante Erfahrung gerade. Tier-Sub ist in Ordnung. Lamp of Coal. Nee, nehmen wir den sogar mit. Head of Krampus nehmen wir sogar mit. Denn der bringt mir mehr als das Necronomicon. Ja, komm, hier können wir einen Schlüssel für ausgeben. Das bringt mir nichts mehr. Super, dass meistens die zweite Phase einfach nur den Kopf vom Körper trennt. Inwiefern? Habe ich noch an dem Dark Souls Bar Only Run gearbeitet? Nee. War irgendwie doch super langweilig. Ist halt doch kein so aufregender Run. So, kriegen wir noch ein bisschen Geld? Wenn wir noch ein bisschen Kraneberger holen können? Nee, nicht. Nö, da will ich gerade nicht rein. Eine weitere Münze. Secret Room ist nicht hier scheinbar. Aber kann auch nicht sein. Da oben. Easy. Empress ist jetzt auch nicht unbedingt eine der besseren Karten, die man bekommen kann. Aber hier können wir noch einen Automaten wegsprengen. Rote Kiste. Naja. Ja, nicht so gute Ausbeute bisher. Eraser. Spelunker-Set brauchen wir auch nicht. Eraser bringt mir jetzt auch nicht wirklich was. Ne, schon okay. Das Beste ist, ich weiß nicht mal, welcher Stat erhöht wurde. Ich glaube, es war Feuerrate. Okay. Ja, wisst ihr was? Wir können noch ein bisschen Zeug wegwerfen. Ich pack mir das mal auf die Schnellwahl. Einfach, weil ich so eine schnelle Linie eigentlich ganz gerne im Kampf gegen Mother setzen würde. Wie lange geht der Run schon? 53 Minuten. Ein bisschen zu lange, könnte man fast sagen. Okay, weiter geht's. Radiergummi hat bei Gegnern auch Schaden gemacht. Außerdem von, oh Gott, Kihirito, glaube ich. 600 Bits. Vielen lieben Dank. Dir nur mal kurz Danke sagen für deine Videos und deine Streams. Dankeschön. So, wir haben noch Chub da drüben irgendwo. Also gegen Chub macht dieser Bild sehr guten Schaden. Aber schlechte Neuigkeiten, wir haben keine Karte.
So. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keinen Secret Room mitnehmen auf dieser Ebene. Bei dem Raum gerade eben habe ich mich dazu entschlossen, dass ich keine Lust habe. Ob ihr es denn glaubt oder nicht. Das Trinket hätte ich mal ein bisschen früher gebraucht. Kriege ich eigentlich nochmal Soul Hearts oder so? Das Gefühl, wir haben echt lange keine Herzen mehr bekommen gerade. Das sind keine Soul Hearts. Soweit so gut. Oh oh. Oh oh. Ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken. Tinted Rock! Fuck, war da einer? Oh nein. Okay, soweit so gut. Schöne Kombination rausgeholt. Au. Du stehst genau auf dem Schleim, willst du mich verarschen? Campus Set carried natürlich so ein bisschen gerade. Okay. Oh, fuck! Schon Bombe. Okay. Nee, warte, wir haben noch gleich gewonnen. Jetzt haben wir gewonnen. Ich dachte, ich hätte schon gewonnen. Also, sie hat noch gelebt, so einfach nur Broken Modem gerade. Uiuiuiui, das hätte schief gehen können. Prinzipiell lief gut, würde ich sagen. Lief ziemlich gut. Schwer in Ordnung soweit. Ring Cap. Was halten wir von Ring Cap? Finden wir das gut? Hat sie erst ab der zweiten Phase Hyper Armor? Ich weiß gar nicht, ich denke bei beiden Phasen, aber ich weiß nicht, wie es genau läuft.